dribbelt die Kugel jetzt an den 5-Meter-Raum und erstmal wieder ein Paulianer. Per Kopf dazwischen verlängert, aber quasi auf die andere Seite des 16ers Teucher. Der läuft sich die Kugel, geht das Dribbling, läuft Richtung Grundlinie. Bringt noch die Kugel in den 5-Meter-Raum und dann steht Dominik Kaiser 2 Meter vor der Torauslinie und drückt die Kugel über die Linie ins Netz. Von Basil, der ist da chancenlos und Hannover 96 geht hier in Führung 1:0. Und jetzt Yannick Nehm, der hier Kerk auf die Reise schickt und Konter. Kerk mit einem wunderschönen Pass auf Teuchert. Teuchert muss querlegen in den Rücken von Maxi Bayer. Jetzt Maxi Bayer, Ball hat es vor sich. Immer noch Bayer, Abschluss, Basil kann nur nach vorne klatschen lassen. Kerk mit dem Lupfer über Basil zum 2:0. Hannover 96 in der 72. Spielminute.